Das hier ist ein Harmonograph, eine Zeichenmaschine aus dem 19. Jahrhundert, die schwingende Pendel verwendet, um Zeichnungen anzufertigen. Diesen Dreipendelharmonograph habe ich schon viele Jahre und er produziert wirklich sehr schöne Zeichnungen. Allerdings heute ist das vermutlich die letzte Zeichnung, die er anfertigen wird. Denn dieses Gerät ist einfach sehr unhandlich und schwer und auch nicht so einfach zu transportieren. Und deshalb habe ich jetzt einen kleinen Harmonographen gebaut. Lang lebe der Harmonograph! Hiermit präsentiere ich den Reiseharmonograph, geeignet für Reisen aller Art. Und darin befindet sich alles, was der andere auch kann. Fast, muss man sagen. Nicht ganz, aber fast. Okay, jetzt schauen wir mal rein, was da drin ist. Die Pendel. Der Zeichenarm, noch ein Pendel, eine Klinge, ein Gewicht, noch ein Gewicht eine Stange, eine Rolle, noch eine Rolle. Und zwei Klammern. Und noch eine Stange. Und so wird es aufgebaut. Das Brett. Kommt an einen Tisch. Die Tiefe der Zwinge. Die Stangen kommen in die Gewichte. Dann wird das Oberteil auf die Stange gesetzt und mit der Knebelmutter wird es fixiert. Und dann wird die Schnur auf Spannung gebracht und das Gewicht ein bisschen angehoben. Und das ganze Pendel wird dann auf das Brett gesetzt, indem man es durch diese seitlichen Schlitze einführt. Und dadurch muss man sich bei diesem Harmonograph niemals bücken, was sehr angenehm ist. Schließlich wird ein Stift eingesetzt und gependelt in Schwung gebracht, wobei es bei diesem hier auch keinen Lift mehr gibt, sondern der Stift malt zunächst auf einem sogenannten Opferpapier, bis die Pendel den richtigen Schwung haben und dann wird das Papier entfernt und der Stift malt dann auf dem eigentlichen Zeichenpapier. Der Harmonograph war vor 200 Jahren eine beliebte Salonvergnügung im viktorianischen England und ist bis heute fast in Vergessenheit geraten, weil die Geräte oft sehr schwer und unhandlich waren,
wie man ja auch an meinem großen Harmonographen sieht. Aber mit diesem Mini-Harmonographen, der in diesen kleinen Koffer passt, kann man jetzt das eigentlich wieder überall vorführen. Und deshalb habe ich einen Bausatz gemacht, einen Bauplan, wo man diesem Harmonograph nachbauen kann. Da die meisten Teile aus dem 3D-Drucker kommen, macht es natürlich nur Sinn, wenn man selbst Zugang zu einem 3D-Drucker hat oder sogar einen eigenen 3D-Drucker hat. Dann ist es wirklich eine sehr günstige Angelegenheit und die restlichen Materialien kosten in Summe vielleicht knapp 50 Euro, die man sonst noch benötigt. Außerdem ist es ein sehr schönes Bastelprojekt, das man mit Kindern machen kann. Und wenn die das mit in die Schule nehmen, dann bekommen die mindestens in 4 Fächern ein 1er, wenn nicht in 5. Und zwar in Physik, in Mathematik, in Werken und in Musik. Denn es besteht hier ein sehr großer Zusammenhang zwischen den Schwingungen der Pendel und der Musik. Wer das sehr schön beschreibt, ist der Anthony Ashton in seinem Buch, das ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Da finden Sie übrigens auch den Link zu dem Bauplan auf meiner Homepage. Oder wer keine Lust hat, sich selbst einen zu bauen, der kann auch bei mir einen fix fertigen Harmonographen kaufen. Der ist dann allerdings nicht mehr ganz so günstig, aber wahrscheinlich immer noch der günstigste, den man zurzeit überhaupt kaufen kann, weil ich niemanden kenne, der sonst einen Harmonographen anbietet. Im nächsten Video gibt es dann die genaue Bauanleitung zu diesem Harmonograph. Und darin werde ich genau zeigen, was in dem Bauplan steht und wie man den Harmonograph zusammenbaut. Und dann wird es noch ein weiteres Video geben, wo nochmal der Inhalt der Bedienungsanleitung genau erklärt wird. Vielen Dank fürs Zusehen.